Also es wird ja immer von ECAF gesprochen. Und ECAF ist eigentlich nur die Eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen. Das ist eine vom Bundesrat gewählte Kommission mit Fachleuten, Experten drin, die den Bundesrat eben im Bereich HIV und AIDS beraten. Über Jahre haben wir halt gesehen oder haben die Ärzte gesehen, dass Menschen, die gut behandelt sind, über ein halbes Jahr der Virus schön unterdrückt ist, die compliant sind, also ganz therapietreu und keine weiteren sexuell übertragbaren Infektionen haben, dass die sexuell nicht mehr infektiös sind. Das hat man über Jahre beobachten können. Und die ECAF hat sich nach verschiedenen Ringen und durch Druck von außen etc. hat sich die ECAF dann dazu durchgerungen und hat gesagt, wir müssen das jetzt, wir müssen dazu eine Stellungnahme machen. Das Ergebnis ist, dass ein positiver Mensch, wenn er in medizinischer Behandlung ist, keine anderen Krankheiten, also Geschlechtskrankheiten hat und unter unterdrückter Viruslast seit mindestens 6 Monaten nicht infektiös ist. Das ist eigentlich das Ergebnis, die Nicht-Infektiosität. Ja, das ist schon was total Neues. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich bin seit 21 Jahren also infiziert und wir sind damit aufgewachsen, Kondom, Kondom, Kondom und aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt ändert sich alles wieder total, dass man ja plötzlich gar nicht mehr infektiös ist. Und man war immer also hochinfektiös, man war halt eine Virenschleuder und jetzt ist man es plötzlich nicht mehr. Und das muss ich jetzt nach 20 Jahren, ja, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen umdenken. Das ist schon was total anderes und was total Neues. Aber dieses Statement hat wirklich, das hat viel ausgelöst, ja. Und das wurde am 30. Januar 2008 wurde das endlich veröffentlicht. Ja. Und unterdessen gibt es Nachfolgestudien, also es gibt jetzt wirklich breit angelegte Studien und alle Studien kommen zum selben Ergebnis. Es ist so. Gut behandelt, erfolgreich behandelte Menschen ohne andere sexuell übertragbare Infektionen sind sexuell nicht infektiös. Das heißt, wer will, braucht kein Kondom mehr. Wer aber, glaube ich, wirklich umdenken muss, sind die AIDS-Hilfen, weil deren Geschäft ist ja nur ein bisschen kaputt gemacht worden, weil die 20 Jahre was anderes geprägt haben, ne? Gepredigt haben. Das macht den Präventionisten manchmal Angst, ja. Wobei es natürlich jetzt die andere Seite gibt, die ganze Public-Health-Kuchen, die sich jetzt auch zusammenschließen mit den Präventionisten und sagen, das ist jetzt Treatment as Prevention, oder? Das wäre natürlich jetzt. Und da sehe ich dann eben auch die Gefahr. Kaum hast du den Test, heißt es ja, bitte nehmen Sie die Tabletten, ne? Und ich finde, das ist nicht richtig. Ich finde aber, dass es richtig ist, dass zum Beispiel Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich lieber die Tabletten als das Kondom, dass denen dann auch nicht gesagt wird, wie bis jetzt, ja, erst wenn du noch 300 CD14 hast oder erst wenn die Werte so und so sind, weil vorher geben wir das nicht. Nee, ich finde, das muss wirklich die freie Wahl jetzt her. Ne? Prävention ist jetzt auch was ganz anderes. Also man könnte sagen, nehmt Kondome, das hat sich jetzt alles total geändert plötzlich. Und das macht es neu und auch ziemlich halt spannend, auf jeden Fall. Ja, was wir eigentlich alle schon immer wussten, weil wir auch natürlich Beziehungen haben, wo wir nicht immer Kondome und da ist auch so keine Übertragung gekommen, aber dass wir endlich mal, und dass es einer sich getraut hat, das so auf den Punkt zu bringen und das von wissenschaftlich mit Siegel und allem, das war das eigentlich das Neue, an diesem Ergebnis, ja. Gut, es gibt natürlich auch noch andere Krankheiten, vor denen man sich halt schützen muss. Genau. Also HCV natürlich, das ist ganz oben. Aber jetzt, wenn man es nur mal auf HIV beschränkt, ist es wirklich was total Neues jetzt. Einerseits ist da Erleichterung drin für jeden und jede. Welche Möglichkeiten du dann ausschöpfst, das ist ja jedem selbst überlassen. Es gibt viele, die sagen, ich benutze das Kondom immer noch, aber ich fühle mich jetzt einfach sicherer. Ne? Das andere ist, das ist natürlich, das wird auch in die Rechtsprechung einfließen, da bin ich überzeugt, das geschieht teilweise schon. Ich glaube auch, dass wenn es noch mehr bekannt wird, dass es auch im alltäglichen Umgang beim Arbeitgeber, als Eltern, bei den Kindern, dass da wirklich auch eine Entspannung, eine Entstigmatisierung, wenigstens eine Entängstigung stattfinden kann. Wir haben in den verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze. Ich finde generell, dass die Übertragung eines Virus nicht strafbar sein sollte. Ich bin absolut einverstanden, dass die Art und Weise, wie es je nachdem zu einer Übertragung kommt, dass die strafbar
sein kann. Und dafür haben wir genügend Gesetze, sprich bei Vergewaltigung. Ja. Also, aber ich finde, wenn zwei Menschen auf gleicher Augenhöhe miteinander Sex haben, dann geht das die Staatsanwaltschaft einfach schlicht und einfach nichts an. Und ob jetzt da noch ein Virus im Spiel ist oder nicht, das geht sie nichts an. Weil das sind erwachsene Menschen und die haben das und die wollen miteinander Sex haben. Und dann können sie auch selbst dafür sorgen, wie das der auszusehen hat. Solange keine Gewalt und kein Abhängigkeitsverhältnis da ist, braucht es überhaupt nichts. Das war ja das traurige Beispiel von Nadia Benaissa, die durch die Medien geschleift wurde. Und nicht nur durch die Medien. Also, wo ich einfach sagen muss, hey, das war eine junge Frau, die hatte Panik, ihre Infektion zu thematisieren. Und zwar eindeutig aus Angst. Sie wurde bereits erpresst, aus Angst, weiterhin erpressbar zu sein, aus Angst, ihr Kind in Situationen zu bringen, die sie nicht wollte. Und ich meine, die Typen sind mit ihr ins Bett gegangen, die hatten Sex ohne Kondom. Ich sehe nicht ein, warum das strafbar sein soll. Ich sehe es nicht ein und ich sehe nicht ein, warum jemand verurteilt wird, weil er sich fürchtet vor Diskriminierung, die ja tatsächlich auch stattfindet. Also ich meine, der Ansatzpunkt wäre ja vielmehr, eine Atmosphäre in der Gesellschaft zu schaffen, in der wir offen mit HIV leben können. Und es gibt ja kein Gesetz, dass ich mich outen muss. Also warum kann ich dann verurteilt werden, wenn ich mich nicht geoutet habe? Also ich finde das nicht logisch, ich finde es schon juristisch nicht schlüssig. Es ist absurd, ja. Aber für ins Bett musst du dann geoutet sein. Ja, wo steht das? Steht nämlich nirgends. Also ich habe jetzt jahrelang versucht, angezeigt und verhaftet zu werden, weil ich wollte unbedingt, dass es vor Bundesgericht kommt, weil es ist so absurd. Ich meine, ich lebe mit meinem Mann jetzt seit 8 Jahren zusammen. Wir haben vor 6 Jahren beschlossen, auf das Kondom zu verzichten. Ich mache mich seit 6 Jahren strafbar. Er nicht, aber ich. Es ist doch einfach der helle Wahn. Und diesen Wahn hätte ich so gerne transparent gemacht, begreifbar gemacht, bis hin zum Bundesgericht, damit da mal endlich der Groschen fällt und die merken, hey, also so kann es ja nicht gehen, oder? Aber die wollen mich nicht verhaften, scheiße. Das ist gemein, ich habe es in den Medien rumgeschrieben, ich habe wirklich jeden Moment ausgenutzt und gesagt, und ich habe übrigens kondomlosen Sex mit meinem Mann. Geschieht nichts. Die wissen ganz genau, dass ich dann weitergehen würde. Ne? Ja, ja. Dafür verhaften sie dann und verurteilen irgendwelche Migrantinnen und das ist furchtbar. Ja.